Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rinder, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und die Rinder. Das Geld der Wechsler schüttet er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagt er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift: Der Eifer für das Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede: Welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du das tun darfst? Jesus antwortet ihnen: Reiß diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hat, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hat. Heute am Fest der Laterankirche hören wir dieses Evangelium, das was auch uns manches vielleicht sagen kann. Ich habe mir gedacht, was wird Jesus heute sagen, wenn er in die Kirchen kommt, in unsere Kirchen, in unsere Tempeln? Er würde sagen: Raus mit euch, Touristen. Verehrt nicht, verunehrt nicht das Haus meines Vaters. Die Menschen gehen hinein, bewundern die Werke von Menschenhand und sehen eigentlich nicht, wer eigentlich in diesem Haus wohnt. Ja, ich habe mir gedacht auch, was ist mit unserem Tempel, unserem persönlichen? Jesus sagt, wir sind alle ein Tempel Gottes. Was würde er zu uns sagen? Räum aus mit deinen vielen Gedanken, mit deinen vielen Wünschen. Du bist ein Haus, du bist ein Tempel Gottes. Ja, er sagt es auch zu uns persönlich. Räum aus, mach Platz für mich. Ich möchte wohnen. Und wenn Jesus dann auch in dem Evangelium sagt, er reißt den Tempel nieder und in 3 Tagen wird er wieder aufgerichtet, er reißt auch unseren Tempel nieder. Aber er baut ihn auch wieder auf. Wir haben die Chance, ihn wieder aufnehmen, den Herrn, wenn wir bei ihm sind in der Ewigkeit. Jesus liebt uns und will uns haben, dass unser Tempel auch wieder lebt, dass wir nicht den Tod des Menschenlebens sind, sondern wir sind für ihn geschaffen, für die Ewigkeit.